An der Südfront im Krieg in der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge die russischen Angriffe bei Kupjansk, Liman, Melitopol und Bachmut zurückgeschlagen. An mehreren Frontlinien toben weiterhin heftige Kämpfe. Als besonderer Erfolg wird die Rückeroberung des Dorfes Uruschaine in der Region Donetsk gewertet. Für die unterlegenen Truppen Russlands hatte der Ort Experten zufolge strategische Bedeutung, denn er mache den Weg Richtung Berdjansk und Mariupol frei. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj erklärt das langsame Voranschreiten der Gegenoffensive inzwischen auch mit russischen Minenfeldern. An diesem Mittwoch attackierte Russland wieder Hafeninfrastruktur und Getreidelager in der Region von Odessa. Doch ein erstes Frachtschiff hat den Hafen von Odessa auf einer neuen Schwarzmeerroute verlassen. Das Schiff einer Hamburger Reederei nutzt Gewässer der Ukraine, Rumäniens und der Türkei in Richtung Bosporus. Die Josef Schulte lag seit Ende Februar 2022 im Hafen von Odessa fest.